Recht herzlich willkommen zur 162. Folge von Aboreon. Ja, wir sind in einem Sektor wieder gesprungen und auf der Suche nach dem Glück, so ungefähr. Nein, nicht wirklich. Aber der Thomas Stehler, der hat geschrieben und der hat uns gesagt, dass wir hier so Handelsdepots aufrufen sollen. Wenn wir mit den Neutral zum Beispiel sind, dann läuft das da ganz gut. Fraktionskarte sollte ich kaufen, dann kann ich viel mehr von denen sehen. Lizenzen für besondere Güter kaufen geht auch, okay. Ja, das sollt ihr alles machen. Dann geht's auch bei Abneutral, wird's dann auch schon besser mit den Leuten da vom, von den anderen Fraktionen. Dann kann ich mit denen schon besser handeln und so weiter. Und da gibt's viele Punkte für. Ja, gucken, dass wir dann weiterkommen, um dann irgendwo so ein Piratennest noch zu kriegen, ne? Das ist das nächste. Folgt ihr mir jetzt? Weiß ich nicht. Ich glaube, der folgt mir noch, ne? Ja. Gut. Ich habe gerade die falsche Taste gedrückt. Das ist im anderen Spiel, wo man dann den Schub verschnellern kann, indem man da anders drückt. Was haben wir denn hier? Ein Ressourcendepot. Ja, Reparaturdock. Da ist noch ein Handelsdepot. Haben wir eigentlich diesen Dingens wieder eingebaut hier? Nee, war schon richtig, ne? Diesen C43-Detektor, ne, den haben wir nicht eingebaut. Das sollten wir vielleicht... Doch, da ist einer. Wir haben zwei davon, oder wie sehe ich das? Okay. Ja, dann ist das so. Das ist Fraktionsszene. Okay, brauchen wir jetzt nicht, weil wir haben ja gerade erfahren, dass wir da erstmal ein bisschen Handel machen sollten. So, und ja, ich habe irgendwo noch Miner, ne? Auf der Karte sind irgendwo Miner verstreut. Die sollte man mal wieder aktivieren, oder? Das ist die Ölporn. Hier ist Miner als Reiter 2. Den müssten wir jetzt eigentlich mal sagen, Junge, guck mal, wo du was findest. Tausendzweihundert Asteroiden, dann lasst ihn doch mal... Ne, wie war das jetzt? Ach, schafft er nicht auf einen Sprung, gut. Egal, kann er in zwei Sprüngen auch machen. Ah, jetzt habe ich ihn wieder abgewählt. So, dahin und dann abbauen. Dieser Sektor ist nicht auf dem Server geladen. Okay. Das habe ich noch nicht. Wir sind immer noch auf der Beta-Branch. Das Spiel ist released. Ich bin mir nicht sicher, ob das damit zu tun hat. Komm, dann fliege ich tun mal dahin gerade und dahin. Und dann müssen wir da nochmal gucken, ob das geht. Ne? Schauen wir mal. Ja, jetzt sind wir so viel gesprungen, jetzt muss er erst abkühlen, ne? Ja, was haben wir denn hier? So, Güter kaufen, Erze raffinieren, so. Abwracken, abbauen. Rückgängig. Eskortieren, abbauen. Ja. Dauert eine Weile, oder wie sehe ich das? Wird bestimmt gleich irgendwann passieren. Wir sind hier noch mit zwei Schiffen und hier ist noch einer. Da ist der Miner 1, ne? Da sind 246. Kann der das denn? Ah, ne, der ist schon empty. Dann fliegen wir dahin und dann dahin. Der müsste schneller gehen, oder? Ja, und dann machen wir das da. Ah, wir haben das gleiche Problem wie bei dem anderen Ding da auch. Das ist doof. Das habe ich jetzt keine Ahnung von. Da gibt es auch Asteroiden.
Jetzt dauert das ewig, ne? Ah, der ist jetzt angekommen. Abbauen. Sieht so aus, als ob das funktioniert, da. Und dann Escape. So, ach so, den zweiten haben wir noch gar nicht. Der ist jetzt hier. Ne, der soll doch darüber, ne? Achso, der braucht zum Springen noch eine Weile. Okay, dann ist das so. Kann ich das jetzt so machen, dass ich sage, springt ein und dann mehr an Schritten? Ne, geht leider nicht. Ja. Also, wenn er da ist, oder dann noch da, aber das funktioniert nicht. Ich kann mit der Shift-Taste die neue Position ankündigen und kann da aber leider nicht weiter springen. Oder? Nee, leider geht das nicht. Das wäre schön, wenn man den nächsten Befehl noch hinterher setzen könnte. Auf jeden Fall meinert einer. Der da oben nämlich. Gut, das bedeutet, wir gehen hier aus der Karte raus und gucken da nochmal rein und machen jetzt, was haben wir hier? Reparatur-Dock. Was haben wir überhaupt hier erstmal? Oh, hier sind mehrere Handelsposten. Das ist doch schon mal richtig cool. Das ist da. Mit denen sind wir gut. Nächster Handelsposten neutral. Den sollten wir dann mal mit denen handeln, damit es besser wird. Und das auch. Okay. Das heißt, ja, fliegen wir da mal hin, oder? Schauen wir mal, was da los ist. Na, können wir so schauen, ne? Schwarzes Brett ist nix. Güter handeln. Haben wir ein Handelssystem? Wir haben ein Handelssystem, aber ist nicht gerade drin, oder? Kann das sein? Da ist es doch. So. Jetzt müssten wir hier mal gucken. Keine Handelsrouten entdeckt. Gut. So. Ich hoffe, dass ich das richtig verstehe, dass dieses hier, die 12% über den Preis sind. Also zu teuer. Wenn das hier gerade mal mickrige 3% unterm Preis sind. Stickstoff zum Beispiel. Aber der Thomas Steele sagte auch, hier Verluste machen, du machst Gewinne mit den Punkten da, mit der Fraktion dann. Nee, da muss ich jetzt gucken, dass es teuer ist, ne? Glaube ich. Ach, das ist die Station, die das dann haben, weil Reparatur-Dock. Oder ach, das an Station verkaufen. Ja, vielleicht weiß der Thomas Steele das ja. Was sagt mir diese Zahl hier, ne? Ist das, ich mache Verlust 33, wenn ich das jetzt hier kaufe an dieser Station? Und wenn ich hier den Stahl kaufe und den an das Reparaturdock bringe,
Das, nee, im Reparaturdock kriege ich das für 26% überteuert. So würde ich das sehen, ne? So, den Wasserstoff kriege ich 33% unter Preis an diesem Handelsposten. Und dann muss ich gucken, wo ich den Wasserstoff verkaufen kann. Ah ne, das ist Verkaufen. Das heißt, ich muss erstmal 3% unter Preis ist Stickstoff oder Durchschnittspreis. Wenn ich den jetzt kaufen würde, müsste ich gucken, wo ich den verkaufen kann. Den würde ich da an dem Handelsposten kriegen. Und dann muss ich gucken, wo ich Stickstoff hier verkaufen kann. Und Stickstoff finde ich hier gar nicht. Ich will gar keine haben. Dann lohnt das wieder nicht, ne? Ah, das ist ein bisschen tricky, ne? So, das ist ein Güterschiff. So, jetzt müsste ich hier was kaufen. Aber was? Ist hier irgendwo eine Docking-Möglichkeit? Ah, da kommen sie. So, und dann interagieren. Güter handeln. Und da wäre jetzt schön, das Handelssystem dabei zu haben, das mir jetzt sagt, ist der Preis gut oder ist er schlecht? Aber das switcht zum anderen Fenster, das bringt mir also nichts, so ein Shit. Handelsübersicht, gut. Stickstoff 39. Fundstation kaufen. 3% unterm Preis. Hier ist der Preis. Das ist leicht überteuert, Elektromagneten, aber kann ich die irgendwo gewinnbringend hinbringen? Das ist die Frage, ne? Da gibt's keine Zeichen hier für dieses, oder was? Öl. Öl habe ich selber, ne? Da habe ich nix. So, jetzt müssen wir uns hier irgendwo für entscheiden. Elektromagneten kaufen wir jetzt für 491. Oder? Da gibt's nichts. Das, ach, das ist unser Handelssystem. Super. 491. Station kaufen. Bohrer sind mit 30.000 hier zu kriegen. Könnte ich 20, können, weiß ich nicht, ob ich die alle mitkriege. 30.233 Bohrer. Jetzt gucken wir erstmal hier nach dem Bohrer. Oh, der ist natürlich super teuer. Dann bringt mir also nichts. War nur so eine Idee, ne? Elektromagneten sind hier jetzt. Das ist die andere Station, ne?
Und die sind aber auch neutral. Ich glaube, ich fliege die mal an und hole da die Elektromagneten. Ja, da hinten ist er. Fliegen wir mal hin. Oh, Glück gehabt. Gucken, dass wir die Elektromagneten wegkriegen, oder? Ich hoffe, das ist der Weg, den ich jetzt gehen muss. Sup. So, jetzt müssen wir da nochmal dran. Ne? Jetzt habe ich natürlich auch nicht geguckt, wie viel da waren, aber ist jetzt auch egal. Da ist ein Docking Port. So, interagieren. Güter handeln, Elektromagneten von Station kaufen für 491. 6305 maximal steht da. 6305 maximal. Ich weiß, 37 können wir wohl nur mitnehmen vom Lagerraum her. Gekauft. Aha, 3644 ist jetzt hier verbessert. Gut. So, jetzt müssen wir gucken, wo wir Elektromagneten natürlich verkaufen, ne? Das ist jetzt die Frage. Eigentlich sollte uns dieses Handelssystem das ja erzählen können, ne? Elektromagneten gibt's hier nicht. Ah, warte mal, das ist. Ah, das ist ja wieder hier super. So, das ist A. Und dann kommt F, okay, so passt's. Ja, das bedeutet, wir müssen einfach in einen anderen Sektor jetzt und gucken, wo da Handelsmöglichkeiten sind, ne? Hier ist natürlich gerade niemand und da oben ist auch nicht so wirklich jemand. Da gibt's einen Handelsposten. Aber ich kann es ja auch woanders, die Elektromagneten hin verkaufen. Ich weiß aber nicht, wer sie braucht. Müsste ich erst nachschlagen. Ja, okay, ich sag mal 491 Elektromagneten kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Machen wir erst hier eine Pause, ich schlage das nach. Und dann schauen wir mal, wo wer das braucht und wo wir dann hinfliegen. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Kommentare herzlich willkommen. Recht herzlichen Dank nochmal an den Thomas Steele, dass der da was schreibt. Und ja, könnt ihr das Video auch auf anderen Kanälen teilen. Dann kriegen andere auch mit, was wir hier so fabrizieren. Alles klar, bis dann. Tschüss.